Wir haben eigentlich den Einspeisevorrang, der ja auch total wichtig ist, dass wir immer eben Erneuerbare nutzen statt der konventionellen. Aber wenn es im Zweifelsfall dann eben so ist, dass beispielsweise das Netz diese Einspeisung nicht mehr aufnehmen kann, dann wird eben das runtergeregelt, was verfügbar ist für diese Runterregelung. Und das ist im Zweifelsfall und auch aufgrund der Kostenstruktur sind das eben Wind und PV, die dann als erstes runtergeregelt werden. Die sind einfach hochflexibel, nicht nur in ihrer Erzeugung, sondern auch in dieser Runterregelbarkeit. Und wir sehen das gleiche Problem zum Beispiel bei Kohlekraftwerken, also eigentlich, weil die eben auch sehr statisch sind. Wir sehen dieses Problem also bei allen Kraftwerken, die relativ statisch sind, dass die quasi das Stromnetz verstopfen. Und da, genau, brauchen wir einfach Kraftwerke, die flexibel genug sind, um die Erneuerbaren auszugleichen, ohne eben dieses Netz zu verstopfen.